Auf der Straße werden Wahlplakate häufig beschmiert. Wir wollen stattdessen mal welche verschönern und ihnen eine etwas individuellere Note verleihen. Und wer könnte das besser machen als die Kandidaten, die ohnehin drauf sind? Heute macht das mit uns Karl Lauterbach. Schön, dass Sie dabei sind. Vielen Dank für die Gelegenheit. Wir haben Ihnen hier einige Utensilien mitgebracht. Dann suchen Sie sich doch gerne mal was aus. Ja, eine Sache ist ganz klar. Ich bekomme immer wieder Rückmeldungen, dass die Fliege viel zu schlecht zu sehen ist. Sie sei zu klein. Daher werde ich also hier aufstocken. Mehr Fliegen, höhere Wahlbeteiligung, besseres Wahlergebnis für mich. Die Fliege ist ja so ein bisschen Ihr Markenzeichen. Warum denn ausgerechnet die Fliege? Ja, die habe ich als 80 schon getragen und da ist es eine alte Marotte. Aber für so einen schweren Wahlkampf wie jetzt, da reicht eine Fliege auf keinen Fall. Das heißt, ich muss hier aufstocken, um die Wahl gewinnen zu können. Wir haben ja grundsätzlich ein eher klassisches Wahlplakat. Glauben Sie denn, dass es heutzutage noch reicht, um die Aufmerksamkeit der Wähler zu gewinnen? Glaube ich schon. Also die Leute machen sich also schon ein Bild, wie schaut er mich an, ist er vertrauenswürdig. Also für diese Größe, denke ich, ist der klassische Zugang noch in Ordnung. Obwohl er verbessert werden kann, wie man hier sieht. Als Arzt oder auch als Medizinmann kann ich mich ausweisen durch diesen Operationshut. Den setze ich mir oben noch drauf, sodass klarer ist, woher ich komme. Der ist natürlich nicht durch Zufall hier drin. Gesundheit ist ein Schwerpunkt von Ihnen. Sie sind promovierter Mediziner. Ja. Sie werben auch mit der Bürgerversicherung. Das Wichtigste ist das Ende der Zweiklassenmedizin. In Deutschland sterben ärmere Leute viel früher als Leute, denen es wirtschaftlich besser geht. Die Bürgerversicherung wird das nicht komplett beseitigen können, sondern ein Schritt in diese Richtung. Und das ist für mich sehr wichtig. Jetzt wird hier nicht mehr so viel gemalt gerade oder geklebt. Ja, ja. Also nee, was wäre denn das nächste? Die Bürger sagen ja immer, also mehr Inhalt auf dem Plakat, muss mehr Inhalt stehen. Daher gehe ich jetzt also zum Schreiben über. Ihr Bürger Doc. Doktor. Ne? Jetzt kann natürlich auch ich nicht umsonst arbeiten, das ist klar. Daher hier mein Praxisschild. Alle Kassen. Meine also medizinische Kompetenz ist an der Zahl der Fliegen ja abzulesen. Sie sind ja jetzt nicht seit gestern im Bundestag aktiv. Wie behält man die Balance, dass man auch den Bezug zum Wahlkreis behält? Also in Bezug zum Wahlkreis behält man, indem man für die Bürger dann tatsächlich eine Sprechstunde unterhält. Das mache ich seit 12 Jahren. Und zwar hier in Leverkusen wie auch in Mülheim. Das ist bekannt nach einiger Zeit. Und das ist, darauf lege ich den größten Schwerpunkt. Außerdem, mein Professor redet gern. Daher mache ich sehr, sehr oft Vorträge. Mit der Ratsfraktion kriselt es ja im Moment so ein bisschen. Thema H1-Ausbau, Tunnel. Ich bin also der Meinung, dass also ohne diesen sehr langen Tunnel unter der A1, also die Feinstaubwerte, die in der Stadt notwendig sind, nicht zu schaffen sind. Das ist meine Position als Arzt, dafür stehe ich halt. Und da muss ich auch die Ratsfraktion nennen, das wenn ich nur die eigene, muss ich nur überzeugen. So, jetzt zum Abschluss. Suchen Sie sich doch gerne nochmal ein Emoji aus. Das hier. Thumbs up bedeutet nicht den Kopf hängen lassen, sondern geht weiter. Hier. Sie sind schon auch Perfektionist, sehe ich. Ja, nee, muss sein. Voilà. Wie gefällt Ihnen das Plakat jetzt? Deutlich besser als mein Originalplakat. Ich mache selbst ein Bild, okay? Na sicher. Das hätte ich vorher wissen müssen, dass man so ein Plakat machen kann. Denn dann hätte ich, das hätte sicher Stimmen gebracht. Ja, schön, dass wir helfen konnten. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass Sie mitgemacht haben. Definitiv. Und das ist doch schon mal eine sehr gelungene Plakatverschönerung.